BMW Personal Co-Pilot steht hier. Dass BMW mittlerweile autonom fahren kann, haben wir schon gesehen, haben wir erlebt. Was der Personal Co-Pilot kann, das wird uns Ronald gleich erzählen. Und wir dürfen nämlich ja einiges erleben. Wir dürfen natürlich die Hände vom Steuer nehmen, das Auto wird von alleine fahren, aber wir können ganz viele Sachen unterwegs machen. Und was das alles ist, das probieren wir jetzt mal aus. So, jetzt sind wir soweit. Der BMW Co-Pilot wird aktiviert. Heißt, ich bin jetzt so hier unterwegs, kann die Augen von der Straße nehmen, die Hände vom Lenkrad und kann mich hier im Grunde genommen frei bewegen. Ich könnte jetzt sogar einen Platz wechseln. Ne? Okay, so, wir sehen hier vorne auf dem Display in der Mitte Connected Drive und eine neue Geste. Was kann die und was passiert? Also dadurch, dass wir das erste Mal tatsächlich auch den Blick von der Straße abwenden können, haben wir diese Augmented Gesture Interaktion eingeführt, die es dem Kunden ermöglicht, die Umgebung während der Fahrt zu erkunden. Also man kann herausschauen, man kann zum Beispiel Sehenswürdigkeiten in neuen Umgebungen sich anschauen, und wenn man mehr darüber erfahren will, dann zeigt man da einfach hin und bekommt Details zu dieser Sehenswürdigkeit. Hat funktioniert, die Geste. Links, rechts kann man sich das schön anzeigen lassen. Zeit hat man ja auch. Und ich kann ganz tolle Sachen hier machen, wie zum Beispiel ein Restaurant suchen. Das mache ich folgendermaßen: das Mikrofon aktivieren, dann Open Cortana, Find a restaurant nearby. Ein bisschen Hunger gekriegt. Okay, here are a few that I think you would like. Gut, also ne, hat mir jetzt auch gesagt, dass ich da einen Tisch reservieren könnte. Jetzt kann ich mich auch wieder locker umdrehen, weil das Auto fährt ja von alleine. Es ist schon ein bisschen beängstigend, aber kann ja nichts passieren. Ich habe gestern einen Film geguckt, den habe ich aber nicht zu Ende geschafft, Jetlag, und würde den jetzt gerne zu Ende gucken. Was hast du da im Angebot? Das ist gar kein Problem, weil das hat die Open Mobility Cloud gemerkt, weil sie intelligent ist und auch lernt, und den Film automatisch heruntergeladen, hier auf deinem Tablet, und du kannst ihn ganz einfach über das Tablet starten und die Fahrzeugumgebung passt sich dann auch entsprechend an, um eine optimale Kinoatmosphäre zu erzeugen. Aber ich kann ja noch viel mehr Sachen machen mit meiner Zeit, die ich jetzt hier gewinne. Jetzt hätte ich eigentlich Lust auf Shopping. Das ist gar kein Problem. Über die Open Mobility Cloud können wir Dienste, die der Kunde außerhalb des Fahrzeugs gewohnt ist, integrieren. Und wir haben jetzt in diesem Prototyp zum Beispiel Prime Now angebunden an unser Fahrzeug und können ganz einfach über das Mobile Device des Kunden hier eine Bestellung beispielsweise abgeben. Das Schöne hieran ist, dass die Lieferung auch tatsächlich nahe der Route stattfindet. Das heißt, ich muss keinen Umweg machen. Es ist ein On-Route Delivery, sprich es ist bequem für die Fahrt von A nach B in den Tag des Kunden integriert. Ich bin ja wirklich ein Freund vom Autofahren, und ja, ich bin auch ein Freund vom autonomen Autofahren, wenn es denn Sinn macht. Ich weiß aber nicht, ob ich tatsächlich im Auto meine Freizeit damit so verbringen würde, mit Einkaufen, mit mir die Landschaft angucken, was vorlesen lassen. Aber immerhin, man hat die Möglichkeit, und wahrscheinlich ist es dann auch so, wenn es denn da ist, dann nutzt man es auch. Ich bin gespannt. Step in, step in.